Hallo liebe Zuschauer, hier sind wir zurück bei der Gartenwitch, die hier mal wieder durch die Gegend surft, hier mitten im Winter. Jo, so, wollen wir hier weitermachen. Inzwischen habe ich mal ein bisschen Materialien gesammelt, mal ein bisschen Kalkstein gefördert, indem wir ein bisschen durch die Gegend gereist sind. So, und ich glaube, wir müssten jetzt genug Material für den Weltgärtner zusammen haben, damit wir den zentralen Terminal da irgendwie einrichten können oder was immer der da macht. Hey Peter, moin. Bob. Ja, Peter, nochmal Peter. Peter 1, 2, Justus. Hey, 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 nicht direkt hier auf unsere Rüben los. Die brauchen wir noch. Das ist das Einzige, was hier noch wächst, Freunde. So. Wir haben allerdings jetzt hier im Winter ein bisschen Problem mit der Versorgung unserer Tierchen, weil ich nicht weiß, wie ich denen alles hier geben soll. Das Futter, die für die Schnecken haben wir noch. Die produzieren noch was für die Enten, aber für die Hühner und Hasen wird es ein bisschen kritisch. Vielleicht, weiß ich nicht, müssen Kannibalismus einführen. Ich weiß nicht, das wird ein bisschen schwierig. Ja, ja gut, aber ist leider so. Oh, Nugget, Hallöchen, ist ein Tante Gerda. Ah ja, Moment. Was? Wieso habe ich zwei Nuggets? Was hat das Spiel da wieder gemacht? Ich habe eine umbenannt. Ihr wart dabei? Nugget? Ich glaube, das kopiert die Namen in das Spiel. Einfach, also... Sowas dämliches. Ich dachte, mein letztes Mal hätten sich die Peters einfach so verdoppelt, weil ich aus Versehen die so benannt habe, aber nee. Ihr habt es gesehen, eins heißt jetzt Tante Gerda. Nugget. Muss das andere ruhen? Ja, so, das heißt jetzt Tante Gerda. So, wenn das morgen nächsten Spielstart oder so dann auch wieder Nugget heißt, dann weiß ich nicht. Dann hat das Programm hier echt massiven Fehler, was die Namensgebung angeht. Und das finde ich auch wieder ein bisschen... merkwürdig, weil hier gibt es noch einige Bugs, wo man sich dann nicht so ganz erklären kann, warum sind die überhaupt drin. Das ist ein bisschen problematisch, sag ich mal. Also was die Qualität der Spiele von Sudesco angeht, also nachdem ich jetzt schon einige auch angespielt habe oder als Demo hatte und auch dann nachher gehört habe, was ist mit diesen Spielen los, da sind die Kritiken noch ziemlich weitreichend bei den meisten dieser Spiele, dass die unfertig rauskommen. Dass bei Release dann Dinge fehlen. Oder wie die waren im Early Access und es ist immer noch verbuggt und Features fehlen immer noch, die eigentlich versprochen worden sind oder funktionieren nicht so. Und es ist alles mit der heißen Nadel gestrickt und die brauchen ewig, um irgendwelche Patches mal zu machen. Also, die hauen ziemlich viele Spiele jetzt momentan raus. Ist vielleicht ein bisschen zu viel. Man sollte sich nicht übernehmen mit sowas. Und das hängt danach an den Entwicklern fest, die vielleicht Zeitdruck haben. Wir müssen jetzt veröffentlichen. Und das Spiel ist noch gar nicht fertig. Das ist ein bisschen... weiß ich nicht. Lässt einen so ein bisschen vorsichtig werden beim Spielen von dem Publisher. So, komm. Das nehmen wir auch noch mit. Zack. Wie hieß das Spiel jetzt nochmal mit Orange? Orange Country, irgendwie sowas. Was jetzt rausgekommen war, nach Jahren im Early Access... Und ich habe jetzt schon mehrere YouTuber gesehen, die das Spiel abgebrochen haben wegen ziemlich schlimmer Fehler und weil sie auch keinen Bock mehr hatten. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was im Spiel passieren kann. Okay, so. Hier hüpfen sie noch alle fröhlich rum. Fluffy, Max, ja, ihr habt Hunger bis unter den Armen, ich weiß. Ich hab nichts für euch. Mist. So, wir müssen den Weltengärtner erstmal zufriedenstellen und unseren kompletten Kompost, den wir an den Kopf werfen. Und ich brauche Grünschnitt ohne Ende. So, 250 Grünschnitt brauchte ich. Die können wir hier auch schon mal. So, dann haben wir das. Die Steine brauche ich eigentlich nicht. Shit, kommen die Tore mal gerade da rein. Ist ja wurscht. So. Aus den Baumstämmen können wir eigentlich noch Bretter machen. So, ich brauche 250 Grünschnitt, wenn ich das richtig gelesen habe. Das dürfte passen. Dann brauche ich 1500 Kompost. Ja. Jo. Dann brauche ich 50 Kalkstein. Die habe ich. Da bin ich ein bisschen mit dem Teleporter durch die Gegend geflogen und bin auch in der Welt gelandet, wo es sehr viel Kalkstein gab. Aber jedes Mal auf derselben. Irgendwie ist da der Randomizer auch ein bisschen komisch. Landest immer auf derselben Welt. Das haben wir also auch. Ich habe Salzkristall reichlich. Auch 50. Die werden wir auch nicht anlecken. So, dann müsste das klappen. Jetzt brauche ich nur noch 1500 Kompost. Jo, ich gucke immer nochmal nach, nicht, dass ich mich da vertan habe. Oder sind 15.000 oder sowas? Kompost.
1500. Ja, Kalkstein sind 50. Salzkristallbröckchen sind 50. Grünschnitt. Ah, bleibst du da drin? Sind 250. Sind immer 99. Und das passt. Ja, das ist jetzt allerdings ein bisschen schwierig. Jetzt brauche ich Platz hier im Inventar, damit wir diese Tausenden von Kompost hier reintun können. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sollte passen. Dann haben wir nicht mehr so viel Kompost, aber wir haben die Mission erledigt. Hier ist auch noch, ich muss mal vielleicht ein bisschen Zeug verkaufen noch und ein paar Sachen verarbeiten. Justus, du bist schon gestreichelt worden, jetzt hör auf. So. Wie immer, das Inventar ist einfach zu voll. So, wir machen jetzt mal hier ein paar Bretter. Da sind die Bäume zumindest schon mal weg. Zack. Die Bretter können wir auch hier irgendwo mal ablegen. Habe ich noch irgendwo mal eine Truhe, wo Platz ist? Ich weiß es nicht. Ich habe noch Kartoffeln, okay. Lavendel. Gurken. Könnte man nicht Gurkenwässerchen draus machen? Wo ist mein Apparat hier? Jo, könnten wir machen. Brauche ich nur Salz. Salz könnten wir machen. Warte mal. Wo ist denn der Mörser hier? Salz. Sehr gut. Salzkristallbrocken habe ich hier. Da haben wir genug. Das ist jetzt nicht das Problem. So, dann machen wir nochmal die Gurken. Dann sind die auch fort. Schlöpp. Eingelegte Gurken, die können wir nochmal schön verkaufen. So, dann ist die eine Gurke hier, die können wir schon mal wegtun. Haha, Wahnsinn. Habe ich noch irgendwas, was ich hier ablegen kann noch? Ach, ich habe hier noch gefallene Sterne gefunden. Eier, die haben wir, glaube ich, im Kühlschrank. Die 1000 Rosen tun wir auch mal weg. Den letzten Sand behalte ich lieber mal. Brauchen wir auch bestimmt noch mal für irgendwas. Dann haben wir noch Eisenerz. Das kann weg. Kupfer kann weg. Ah, ich habe auch noch so Feuerlilien-Dinger gefunden. Stöckchen. Holzstöckchen haben wir auch. Wunderbar. Die Dinger brauche ich gar nicht. Sonnenkristalle. Könnte man bestimmt auch irgendwelche Sachen mitmachen. Dann hier haben wir noch Steine, weil ich hier nicht so einfach was ablegen kann. Das ist voll der Stack hier. Mist. Ein Teig, ja. So, Kamillentee. Kürbissuppe. Okay, was haben wir zum, wo ist der Kühlschrank hier? Der ist immer noch da, zum Glück. Den haben sie nicht wieder zurück teleportiert, nachdem wir dann geklaut haben. Nee, da habe ich keinen Platz für die Eier. Können wir mal wegtun. Das sind immer dieselben, egal ob es von der Ente oder vom Huhn sind. So, und das ist unser ganzer Grünschnitt. Den brauchen wir. Den Sauerteig müssen wir noch mal irgendwo hin tun. Ach, ich habe hier noch einmal Steine und die Blüten da. 6. Kann man damit irgendwas noch machen? Ja, mit einmal destilliertem Wasser und einer Rosenblüte könnten wir das auch noch verarbeiten. Dann ist es weg. Im Großen und Ganzen. Holen wir mal schnell Wasser. Wenn wir was verkaufen können, können wir das verkaufen. So. Nee, ich wollte eigentlich hier Wasser holen. Dankeschön. Kann mir noch was reinschmeißen. Lavendelblüten brauche ich jetzt eh nicht mehr verschenken. Nee, hier ist auch kein Platz. Ich habe nirgendwo Platz, mein Gott. Komm hier und da, du kommst da rein. Hier habe ich noch 2 Notfalltomaten für die Schnecken. Und ich habe noch Eiskristall, da kann man, glaube ich, Lampen mitmachen oder sowas. Jo. Da habe ich nichts für. Hier habe ich noch Steine, auch noch Steine. Ich habe überall Zeug. Oh. Hier habe ich noch Vanille, die kann ich da auch noch reintun. So, dann haben wir doch schon ganz gut leer. Kocht noch ein bisschen, wir verkaufen noch ein bisschen und dann können wir losziehen. Juhu!
So, dann machen wir mal ein Rosenwässerchen. Dann brauche ich noch eine Rosenblüte und nochmal einmal, ach ja, destilliertes Wasser müssen wir machen. Flümp. So. Eine Rosenblüte. Habe ich denn die jetzt schon wieder? Irgendwo. Da. Ne, so viel brauche ich gar nicht. Man weiß, ob wir sie nochmal gebrauchen können. Naja, komm, die eine ist jetzt auch egal. Die können wir noch verschenken. So, dann machen wir das mal. Zack. Ein Rosenwässerchen. Juhu. Ja, wunderbar. Wunderbärchen. So, dann verkaufen noch mal ein bisschen Krempel. Schnell in die Stadt. Ist übrigens auch alles weiß geworden, falls einem das noch nicht aufgefallen ist. Kam plötzlich, einfach so mittendrin am Tag. Auch ein bisschen merkwürdig, ich dachte am ersten Tag wird schon weiß, wenn hier Winter ist. Aber das Wetter, das ist hier manchmal so ein bisschen eigen. So, Tin kommt irgendwie überhaupt nicht mehr aus seiner Höhle. Das ist so, das ist schon komisch. So, laden es auch schon auf. So, was haben wir denn nochmal Schönes? So. Ja, ist nicht so wirklich viel, aber... Was soll man machen? So ist ja mein Rosenwässerchen. So, das kommt noch da rein. Die verkaufen wir noch. Was soll's? Noch was zu verkaufen. Das können wir verschenken. Kartoffelsuppe. Das ist eigentlich zu schade, ne? Das brauchen wir. Ja, hier, die eingelegte Gurke wollte ich auch noch verkaufen. So. Kommt das... Hämmerchen, ja, das kann man nicht. Das Hämmerchen tun wir hier oben rein. Jetzt wohl da rein. Dann haben wir da auch Platz. Obwohl, können die... Ach, scheiß auf die Ehren da. Kommen die Tumme auch da rein. Was soll's. Weg ist weg. Hallo, mein Freund. So, ich habe ein Geschenk für dich. Das ist wunderbar. Hier eine Blüte. Blüte, dann nimmt ihr alles. Das ist auch egal. So, hast du irgendwas, mit dem ich was anfangen kann? Außer Rüben. Ja, kann ich alles nicht gebrauchen oder nicht machen. Oder Eier habe ich selber, Mehl haben wir noch. Puff, ja. Asche, ich habe keine Baumwollkapseln, deshalb alles Wumpe. Kann man alles nicht gebrauchen. Kann ich alles nicht machen. Eine neue Tapete wäre auch nicht schlecht. Aber ich habe keine Ahnung, wie man Farbe macht. Minzenstoff und Sternenbliesenblatt. 6 Stück, ich glaube nicht, dass ich 6 Stück habe. Die habe ich irgendwie alle verballert. Man könnte dieses Bratpfannen-Dings mal machen. Dann hätte ich alles, was man für die Küche braucht, glaube ich. Und diese Futtersachen können wir alle nicht machen, weil immer irgendwas fehlt. Fledermäuse haben wir eh nicht. Gut. Bananen? Ich habe noch nie Bananen irgendwo gesehen. Wo gibt's die denn? Okay. Ja, und ich habe keinen Hafer. Und Sojabohnen habe ich auch nie. Bratpfanne! Endlich können wir uns mal hier so ein... Ja, halbes Schwein an die Bratpfanne legen. Juhu! Bau ab, Typ. Das werden wir natürlich nicht machen. Wir nähern uns hier nur rein vegetarisch hier in dem Spiel. Wo ist... Ah, hier, unsere Lieblingssukkulente. Hallöchen, was kann ich für dich tun? Ich habe ein wunderschönes Geschenk für dich. Muss mein Inventar leer machen. Aber das sagen wir das natürlich nicht. So ein bisschen wie Schrottwichteln. So, hast du irgend noch was sonst für dich hier, was wir gebrauchen können in deinem Laden? Nö. Dann mach's gut. Nee, Hila, wo ist der Ausgang? Jetzt sag mir doch mal, wo der Ausgang ist. Hier. Entschuldigung. So, wie sind wir denn hier eigentlich unterwegs? Freundschaftstechnisch, May sind wir auf 4. Tin ist durch, dem wollen wir eigentlich nichts mehr schenken. Rot ist mir wurscht. Gimmi ist auch egal. Da haben wir sogar durch eine Gurke, glaube ich, ein kleines bisschen Punkte. Lyra, Aurel haben wir 3 und Lilly haben wir 7. Ah, das ist ja gar nicht so schlecht. Aurel müsste man nochmal rausfinden, was der mag. Der mag ja häkeln und stricken anscheinend, aber in der Richtung habe ich nichts, muss ich sagen. Was verkauft denn dieser komische Typ hier eigentlich? Denn der macht hier so ein Theater mit seinem Laden, aber er hat nur Schrott. Das ist irgendwie... Was? Oh, völlig unnütz, das Ding. Völlig unnötig. Kann ich ihn hier so fragen? Was verkaufst du?
Die beste Qualität. So. Da gibt es einen Soßenflecken. Säckel, das ist auch schlecht. Keine Ahnung, was man damit macht. Das ist alles unnötig. Das kann man vielleicht als Spielzeug benutzen, aber... Glitzerkugel. Hüpfend und funkelnd. Nee, also das ist... Was soll man mit dem ganzen Kram? Ich weiß nicht. Das ist doch unnötig. So, guck mal hier, wo Tin sich versteckt. Das kann doch nicht sein, dass die jetzt nur noch in ihrer Bude da hockt. Mit ihren nicht sie auftauchenden, nicht sichtbaren Robotern, die sie sich gebaut hat. Wo sind die denn? Die steht nur noch da und starrt irgendwie erschöpft auf ihr Buch. Hallo? Hey, brauchst du noch was? Habe ich was? Nee. Eisen, Kupferbarren, haben wir eigentlich alles? Gold, Silber, ja. Man, wir haben ja alles in Gold. Gibt es eigentlich eine Goldschaufel? Habe ich gar nicht gesehen. Ah, tatsächlich. Kriegt man vielleicht ein bisschen mehr raus, wenn man schaufelt, aber... Ja, Glas. Bräuchte ich das hier irgendwas? Momentan glaube ich nicht. Asche kann ich selber machen. Ne, haben wir eigentlich alles und wir haben den maximalen Freundschaftsstatus. Also das sind alle Rezepte, die wir hier haben. Gut, dann war's das. Mach's gut, irgendwie. Tja. Das ist irgendwie... Das ist unsere Bienenfreundin, die jetzt nichts zu tun hat, weil die Bienen nicht da sind. Wollt's aber machen. So, dann können wir unseren Kompost einpacken. So, Schnickis, hallo, hallo. Ah, hier ein bisschen Schleim drin für unseren... Komm, wir können uns mal eine Tomate gönnen hier. Unser Kaninchen. So, sorry, ich habe jetzt nur eine Tomate von euch. Die müsst ihr euch teilen. Die kann man ja ein Stückchen lutschen oder so. So, hier für unsere Enten. So, Gerda heißt immer noch Gerda. So, was habt ihr eigentlich produziert? Reichlich Eier, okay. Mit den Federn weiß ich auch nicht, was man damit macht. Staubwedel vielleicht. Keine Ahnung. So, wo ist mein Kompost jetzt hier? Wo ist der denn jetzt hin? Man ist so kalt hier alles. Furchtbar. Ich habe so viel gepflanzt. Die schönen Blumen. Wann sind ja diese komischen Dinger hier eigentlich fertig? Dauert noch. Was mache ich dann damit? Gelee-Rüben. Muss irgendein Rezept für geben. Moment. Immer schön durchs Tor gehen. Ups. So, der Komposter. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und noch ein bisschen zum Aufrunden. Okay, Halleluja. So, das ganze gute Zeug ist dann weg. Naja, dafür haben wir hier ein bisschen aufgeräumt. Grünschnitt habe ich ja. So, das haben wir. Wir haben, glaube ich, alles. Dann können wir jetzt abflitzen hier. Was ist bei euch hier? Alles klar. Entchen und auch Hunger. Ja, ich habe nichts für euch. Tut mir leid. Oh, also mein Eingang. Mein Eingang ist weg. Ich komme nicht mehr rein. Mist. Hä? Hier, ja. Ist ein rundes Gebäude. Irgendwann kommt man am einen Ende an. So. Dann reisen wir mal zu unserem Weltenfuzzi. Müssen uns eigentlich umziehen. Hier ist Winter, ne? Warte mal. Kann man das hier machen? Gibt es da irgendwas winterlich aussehendes? Ne, frisurentechnisch. Winterfrisur, ja. Ich lasse mir die Haare bis zum Knie wachsen. Ja. Eine Wollmütze wäre nicht schlimm. Sich aus, als wäre ich aus so einem Nintendo-Spiel. Heizbare Ohrringe wären nicht schlecht. Nee, wir haben so Mützentechnik. Warum gibt es hier keine Bommelmütze oder so? Das ist doch schade. Hier Klamotten. Was gibt's denn da? Machen wir was Warmes für die Dame hier. Und dann ist ein Pullöverchen. Ja, das sieht doch gemütlich aus. Das sieht doch gemütlich aus. Ja, ja.
Blatt wäre ein bisschen zu frisch. Okay. Was ist das denn? Das sieht ja auch witzig aus. Okay, komm, das lassen wir mal. Sieht ein bisschen wärmer aus, als was vorher war. Und dass sie eine Glatze hat. Naja, das ist hier so ein bisschen merkwürdig. Gut. So, flattern wir mal ab mit unserem neuen Pulli. Wo ist meine Maus? Da. Da sind wir wieder. Und hier glitzern immer mehr Sandkohlen. Gut, damit kann man sich zwar hier in so ein Dauereinkommen sichern, ne? Aber wahrscheinlich ist sie mit der Goldschaufel hier immer 4 statt 2 oder so maximal. Aber dringend brauche ich es auch nicht hier. Glitzert hier irgendwo was? Oh, hier glitzert was. Ohne Sand. Ne, eins weiter. Juhu! Gold und Münzen. Warum nicht? Hier auch. Ja, und dafür kann man hier schon mal eine Weile verbringen. Kann man sich wahrscheinlich stundenlang hier in diesen Dünen mit beschäftigen, mit den Ausgraben von Münzen. Puh, kannst ja auch sonst nichts machen. So ein großes, verschwendetes Gebiet irgendwie. Hm. Schon komisch teilweise. So. So, dann machen wir deinen Laden auf hier, Weltenfuzzi. Aktivieren. Zum. Wir sind beim Gärtner, Freunde. Deine Lieferung ist da. Wir haben dich erwartet. Ich finde, das klingt immer ein bisschen wie ein Drogen. Wir haben alle Zutaten. So, dann macht er jetzt einen Kuchen backen. Jetzt können wir fortfahren. Initialisierung des Renaturierungsprotokolls. Piep. Laden. Kompilieren. Installieren. Renaturierungsprotokoll abgeschlossen. Wow. Vielen Dank, Player Number One. Das war nur wegen dir möglich. Wir kehren jetzt zur Stille zurück, damit die Natur ihre eigene Stimme hören kann. Ich dachte, du sagtest, wir werden jetzt die Welt vernichten. Nee, aber das ist... aber ich habe noch so viele Fragen. Du wirst die Antworten finden. Du bist stark und fähig. Lebe wohl. Ja, leb wohl. Und das war's jetzt? Jo. Aus dem Aus. Gut, dann haben wir es jetzt irgendwie anscheinend. Huch. Ich habe ein bisschen Mist abgeliefert und hier grünt jetzt alles. Im Winter. Im Winter natürlich. Winter. Es ist Winter, Leute. Es gibt immer noch rosa Sand. Hier sind. Hier ist ein Stock. Warum fliegt hier. Es, also. In der Luft ist Sand. Das ist ein bisschen misslungen, glaube ich, mit dem. Hier liegt eine Kokosnuss? Kokosnuss! Flocken! Rezept. Was ist denn hier passiert? Hier sind jetzt überall Palmen. Das ist ja witzig. Und überall liegen jetzt Klumpen Sand rum. Gibt es jetzt keinen rosa Sand mehr in Zukunft? Ich habe eine Kokosnuss, geklaut. So. Ja, überall fliegende Sand. Und Kokosnüsse. Und ich fällt mir keiner auf den Kopf. Tatsächlich sterben jedes Jahr mehrere Leute, weil den Kokosnüsse auf den Kopf fallen. Ja, kann man das fällen, das Ding? Wenn ich jetzt einen Baum sehe, denke ich immer automatisch dran, kann ich ihn fällen. Ne? Das ist echt schlimm. Durch diese Spiele wird man total verdorben. Ja, hier gibt es auch Wasser. Was ist das denn? Okay, gibt es auch Enten? Ja, das mit dem Verteilen der Ressourcen hat ein bisschen nicht so ganz geklappt, wie das hier aussieht, weil dieser schwebende Sand ist schon was merkwürdig. Dann habe ich auch so kleine Palmen. Kann man auch nicht fällen. Ist doch nutzlos, Leute. Wenn ich die nicht fällen kann, was soll ich denn damit? Da liegt auch eine Kokosnuss. Hier liegt Wasser, also Sand im Wasser. Hier sind Stöcke mitten in der Erde. Okay. Wie kann ich nochmal was ausgraben? Nee, nicht da, Playa. Playa, geh zu Bayer. Gibt es bestimmt Gutscheine für. So. Was?
Da liegt eine Banane. Ich werde bekloppt. Hier kriegt man die Bananen. Bananenscheiben. Nachdem das renaturiert hat, kriegst du Bananen. Ich werde bekloppt. Kokosnuss. Wie viele Kokosnüsse gibt es denn? Also, das sieht ja komplett anders aus jetzt hier. Da wächst ein riesen Baum auf dem Kristall. Ist das vielleicht der wahre Weltgärtner? Der Riesenbaum? Das ist ja ein Ding. Okay, wir gucken hier nochmal ein bisschen. Ich habe eine Banane. Kann man da nicht irgendwas mit Bananen machen? Fledermausfutter oder was war das? Das ist ja... Hier glitzert wieder. Ich werde reich hier. Das gibt's ja gar nicht. Wo ist meine Schaufel? Was? Wie? Wo? Oh, hier, 5. Entschuldigung. Naja. 400 Münzen. Hier liegen tausende Bananen rum. Das gibt's ja gar nicht. Bananen. Ich will Bananen. So. Was ist das hier? Ein Stock. Der steckt einfach so da. Und so. Fump. Nochmal Münzen. Mein Gott. Können wir mal ein Cabrio kaufen? Na gut, ich habe ja eins von diesen komischen Besen, aber hier auch. Boah, wer hat eigentlich diese ganzen Münzen hier verloren? Gibt's ja gar nicht. Aber wir gucken uns hier die Gegend mal an. Das ist ja ganz merkwürdig hier alles. Was liegt denn da? Ach, das sind diese Kristalle, ne? Mit Banane. Hä? Gab's die jetzt nicht? Konnte ich die nicht. Die kann ich nicht einsammeln oder was? Ich bekomme keine Meldung. Ich hab 5 Bananen. Cremig und fröhlich. Nee, da kommt keine Meldung, dass die. Okay, hier ist eine Truhe. Zimtrollen-Kaffeetisch. Shit, den hatte ich schon. Den habe ich 5-mal schon, Leute. Gib mir noch nicht immer denselben Loot. Hier liegt auch eine Kokosnuss, wie auch immer. Wie kommen wir an die dran? Okay, das ist wirklich wie mit einer Schrotflinte hier in die Gegend geschossen, die ganzen Sachen. Okay. Ich kann jetzt von Kokosnüssen leben, aber damit kann ich meine Tiere nicht füttern. Gibt's auch nochmal Bananen. So, hier ist jetzt auch ein riesiger See entstanden. Wo sind jetzt Palmen? Vielleicht sieht das hier im Frühling auch ein bisschen schöner aus, natürlich. Überall Bananen. Okay. Also hauptsächlich Bananen, Kokosnüsse, Sand und Stöcke gibt es jetzt hier in diesem Gebiet. Überall wachsen Palmen. Das ist ja ein Ding. Ansonsten ist es immer noch sehr leer hier. Liegt auch eine Banane rum. Ja, einfach die Ressourcen hier so wild in die Gegend geschossen, hat der Weltengärtner. Komm, schon noch ein paar alte Bananen, die schießen wir einfach mal so in den Sand rein. Paff. Gute Idee. So, nochmal Münzen. Halleluja. Gibt's ja gar nicht. Okay. Ja, war es das jetzt vom Spiel hier? Wir haben den Weltengärtner wieder zusammengebaut. Der hat jetzt hier alles renaturiert und dann bums aus die Maus, oder wie? Jetzt müssen wir noch auf Tin warten. Ja, dann haben wir Mitte des Winters. Und dann bin ich mal gespannt, was dann noch passiert. Ansonsten weiß ich nicht. Ist die Story dann hier zu Ende? Könnte fast so sein. Mal sehen. Der riesige Baum hier. Ja, wir können jetzt immer auf jeden Fall Kokosnüsse einsammeln. Jo. Ist ja ein riesen Baum hier. Hm.
Würde ja noch rosa Flamingos reinpassen in die Gegend, aber das haben sie hier nicht angebaut. Also für Kokosnüsse, wie es hier gibt, kann ich ja nicht einsammeln, ey. Dann dieses ganze Grünzeug hier. Kann ich aber auch nichts mit anfangen. Ich brauche Futter für meine Enten, Leute. Ist ja schön mit den Palmen, aber das bringt mir nichts. Kann ich mit dem Typen jetzt echt nicht mehr reden? Oh, bin ich wieder abgestürzt. Baut euch doch mal eine andere Tür ein. Ich wähle immer automatisch einen blöden Besen aus. Hallo, jemand an der Leitung? Keine Antwort. Besetzt. Aber jetzt sind alle Strahlen an dieses Ding da oben. Okay, dann war's das. Wir sind durch. Das Ende des Spiels. Mehr brauchen wir nicht mehr machen. Das, ja. Nee, ganz durch sind wir natürlich noch nicht, weil wir noch nicht wissen, was mit Tin los ist. Und wir müssen noch durch den Winter kommen. Das müssen wir zumindest noch schaffen. Ja. Hallo? Verwenden. So. Fliegen wir mal ins Zuhause. Mal gucken, ob sich da was verändert. Oh, es ist dunkel. Oh, wir sind ja mitten in der Nacht. Shit. Ja. Waren wir so lange weg? Eieiei. Gut, wir gehen erstmal pennen, das ist sicher. Dann können wir auch nochmal speichern. So, gehen wir mal vor die Tür. Hier hat sich nichts geändert. Es schneit allerdings. Es schneit. Oh, das war der Hut. Ich dachte, was ist da oben? Okay. Der Hut ist sogar weiß. Jo, es schneit und die Enten frieren. Juhu. Ja, es ist nicht so schön, aber ist das für ein komisches Bäumchen hier eigentlich? Der Eichenbaum. Okay, dann könnte man eigentlich bald fällen. Da steht ja auch so mittendrin. Na, Entchen, was ist los mit dir? Ich beschwere euch alle, dass ihr Hunger habt. Ja, was soll ich denn machen? Sagt das den Schnecken, die müssen mehr Schleim produzieren. So, und hier hat sich irgendwie gar nichts verändert, so wie es aussieht. Hier haben wir weiter unsere Entchen. Die pennen hier auch alles schön. Haben auch Eier produziert. Und ich habe jetzt Bananen. Ja. Das ist, das ist spannend. Moment. Ich flog gerade so eine Schneeflocke vorbei. Hallo, Bugs. Fluffy. Kaninchen. Da kommt eine Schneeflocke angesegelt. Kann ich fangen. Flupp. Für irgendwas kann man die auch gebrauchen. So, habe ich jetzt noch Kompost oder ist alles flöten? Ne, wir haben noch welchen. Ja, bringt das jetzt was, noch Kompost hier rauszubringen? Dann kann ich den restlichen Grünschnitt, naja. Warum ist mein Hammer hier drin? Kokosnuss. Die Schale ist sehr hart, denn das, was drin ist, ist so lecker. Ja, ich meine, Wir haben ja jetzt hier nochmal was gepflanzt. Bringt das was? Wollen wir hier Kompost draufschmeißen? Keine Ahnung. Schnee sieht ja ganz nett aus hier. Was? Schnecki? Peter? Schnecki? Justus. Ihr habt wieder Schleim produziert. Das ist gut. Dann kriegt ihr auch was zu futtern. Das ist ein Geben und Nehmen, liebe Schneckis. Wir haben auch wieder alle Hunger bis unter der Arme. So, wir haben zumindest was für die Enten. Sorry, Leute. Ja, ich hatte, glaube ich, habe ich hier nicht noch Futter reingetan? Nur eine Tomate. Das ist unsere Notfalltomate. Sorry, Leute. Ich habe hier noch ein Gras oder zwei, drei. Ich meine, wir brauchen auch Gras für Stroh zu machen und sowas. Also das ist dann jetzt echt knapp. Warte mal. So. Und ja, das ist ja schon wieder alles weg. Die sind aber auch verfressen. So.
Moment, warte, ich bin gerade verwirrt. Moment, Schneckenfutter war ich eigentlich. Hier, Schneggifutter. Zack. So. Was war jetzt nochmal mit diesem Bananenrezept? Hat der Laden schon auf? Gucken wir nochmal. Ich habe eben noch gesagt, ich wüsste nicht, wo ich Bananen hier kriege. Aber jetzt kann man hier durchlaufen, weil kein Grünzeug da ist. Moin. Hey. Ja. Wird nichts Neues. Okay. Ja, hier gibt es auch nichts Neues irgendwie. Die Landschaft hat sich hier nicht verändert. So, wow, wir haben jetzt richtig viel Geld, ey. Ist ja der Wahnsinn. Eingelegte Gurken, 39. Ja. Rosenwasserring, 58. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Was bringt denn so eine Kokosnuss hier? Die dürfte doch sehr exotisch sein und viel Geld bringen, denke ich doch mal, oder? Wahrscheinlich nicht. Kriege ich mal 3 Gold für. Ja gut, das ist halt so. Hier nochmal rosa Sand. Könnt ihr auch alle haben, gerne, Leute. Hier, Oin. Ich habe ein Geschenk für dich. Nämlich... was weiß ich. Naja, der nimmt eigentlich eh alles, oder? Hier ist ein Salzkristall, das ist lecker. So. Was war das, wofür man Bananen brauchte? Da steht nichts dabei. Irgendein Futter war das, oder? Oder war das was anderes? Ah, hier. Fledermausfutter braucht aber Bananen. Okay, Melonenscheiben. Spatzen. Ne? Und Igel. Habe ich auch noch nie gesehen. Wo gibt es den Igel? Schleimbälle, Tomaten, Äpfel. Also Äpfel kriegst du nur, wenn du einen Apfelbaum hast, denke ich mal. Hm. Habe ich aber nicht. Hm. Ja, wenn ich irgendwo Karotten hätte. Aber wir haben auch keine Löwenzahnblüten. Das ist also ein bisschen Shit. Aber gut, dann müssen wir im nächsten Jahr dann besser machen, sozusagen, falls wir das dann natürlich hier noch haben oder noch spielen. Weiß ich ja auch nicht. Wenn wir jetzt mit der Story und allem durch sind, warten wir jetzt noch auf Tin und dann war es das hier praktisch. Dann müssen wir den Winter noch überleben. Mal gucken, was passiert, wenn der Frühling losgeht. Moment, da war wieder so eine Schneeflocke. Ah. Oh, da ist auch noch mal eine. Und wir müssen noch so ein paar, wir können natürlich noch so ein paar Sachen bauen, die wir bisher nicht bauen konnten. Da brauche ich auch noch Sachen, die ich noch nicht so gefunden habe, mit so Eis und Schnee. Jo, und dann war es halt hier sozusagen, würde ich mal sagen. Da kommt schon. Neuen Pulli haben wir auch. So, und dann war es halt hier für heute mit der Surfing Witch im Winter. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Jeha! Wie Snowboarden, nur ohne Board. Also,